Aloha, ich grüße euch. Heute mal ganz schnell die Angebote der Woche. Da fangen wir schon an. Feuchte Tücher für den Schrubber, Einweg, ne? Mikrofaser, Tücher. Dann haben wir alles Mögliche fürs Handy. Da habe ich jetzt nicht so genau geguckt. Ich dachte, ich filme es euch einfach ab. Da haben wir diese niedlichen Leuchten, diese Kinderleuchten. Ich konnte das nicht als Beispiel machen, weil überall diese Sicherheitsstecker drin waren. Und das wollte ich jetzt nicht rausziehen. Dann haben wir die Körbe. Die sind auch ganz nett. Kann man schön als Osterkorb machen. Ob das jetzt zum Angebot gehört, weiß ich nicht. Habe ich mal mitgefilmt. Diese, ja, was sind's? Tische? Ja, Tische, ne? Dann haben wir diese Tischsets. Ich glaube, die waren vom Durchmesser 38, ich glaube. Ich weiß es nicht mehr. Ihr könnt mal reinschreiben, wie euch das gefällt, wenn ich die Angebote filme. Aber ich werde das nicht jede Woche schaffen. Das war jetzt absoluter Zufall. Da haben wir Kerzen. Das ist eine Dreidochtkerze. Dann haben wir hier Türknauf. Dinger so als Marmor, in Marmoroptik, Gardinen, da habe ich mal zur Seite gefilmt, ob es noch in anderen Farben, da waren jetzt nur graue. Ja, dann haben wir hier Raumparfüm, Kuscheldecken, ja, dann gab es Kordkissen in verschiedenen Farben. Leider wenig zum Basteln. Ja, jetzt kommt Motorenöl. Vielleicht den einen oder anderen interessiert es auch. Keine Ahnung, kann man ja zwischendurch auch mal gebrauchen oder muss man leider gebrauchen. Deswegen habe ich jetzt, ich habe nur die Angebote gefilmt. Wie gesagt, Ausnahme, weil es einfach passte. Da haben wir Fahrzeuginnenreiniger, dann fürs Glas. Ich bin ja eher für einfach ein Mikrofasertuch und schnell mal sauber machen. Ein Trichter, eine Abdeckplane. Und wie gesagt, es passte halt jetzt vom Zeitpunkt, dass ich filmen konnte. Und dann habe ich die Gunst der Stunde genutzt. Spanngurte haben wir da. Ist das daneben für 1,29 ist so ein Duftteil. Ja, wie gesagt, gleich kommt ein bisschen was zum Basteln, aber nichts Spektakuläres. Ich hoffe, es interessiert euch trotzdem. Könnt ihr mir unten in die Kommentare schreiben, ob das in Ordnung ist. Aber ich werde es nicht jeden Mittwochmorgen schaffen, zum Action zu fahren und da zu filmen. Ja, Diamond Painting Sticker, gab es verschiedene Ausführungen, ich glaube auch noch Paw Patrol, ja, 79 Cent, ich weiß nicht, was sie sonst kosten, habe ich leider nicht am Schirm. Pinselset, ja, für gerade mal so ein bisschen malen oder für Kinder ist das total in Ordnung, 9 Stück sind drin und ich glaube, ja, 79 Cent, da zeige ich endlich den Preis. Dann hatten wir hier so Holo, so Scratch-Teile. Da stand jetzt kein Preis dran. Die liegen normal in der Kinderabteilung zum Basteln. Dann haben wir einen Malblock, Paw Patrol. Und da gab es noch mal Paw Patrol in verschiedenen Ausführungen. Daneben ist ein Zeichenblock für 1,59. Der ist recht groß, ich glaube so A3. Ja, dann Diamond Painting Set. Ich finde, da ist richtig viel bei. Das zeige ich euch jetzt auch ein bisschen ausführlicher. Und ich meine, der Originalpreis ist 3,99. Da sind ja verschiedene Sachen, die man da bepainten kann. Und finde ich recht interessant. Und auch zum Zweck entfremden. Aber habe ich nicht mitgenommen. Ich glaube, ein so ein Set mit einem Einhorn habe ich vor einem Jahr oder so. Also die sind auch jetzt nicht neu. Die gibt es immer. Also oder öfter schon mal. Aber ich denke, der Preis ist gut. Und wer sich das holen möchte oder auch verschenken möchte, jetzt für 3 Euro zuschlagen. Ich finde es ganz nett. So, selbstverständlich räume ich die Sachen auch alle wieder ein. Ja, daneben waren da die Hula-Ketten für, also die waren ja wirklich ein Apfel und Ei, ne? Ne, das waren die Konfetti-Teile, 69 Cent. Ich weiß gar nicht, was die Hula-Teile gekostet haben. 39, ja, Hammer, ne? Luftschlangen, 59 Cent. Ja, Karneval geht los. Da haben wir so eine Anzuchtstation, also so ein Plastikhäuschen, wo man sich, ja,
den Salat oder die Kräuter anziehen kann. Dann hier eine Samenmischung, verschiedene Wildflower, Bird für die Bienen, also für die Vögel, für die Bienen, für die Schmetterlinge, ne, Butterflies und oder einfach Wildflower. Ob die was taugen, kann ich nicht sagen. Kann ja vielleicht einer mal in die Kommentare schreiben. Haben die ja auch jedes Jahr. Dann haben wir Pflanzstäbe für 79 Cent. Ja. Dann gab es hier so ein, ja, eine Außenleuchte. Mir gefällt sie jetzt persönlich nicht, aber ist Geschmackssache. Da ist auch noch mal eine Außenleuchte, 11,95. Solar. Ja, dann gab es für die Katzen ein bisschen Leckerchen, 1,29. Da war ein recht großer, ist ein großer Beutel, fand ich in Ordnung, preislich. Dann Katzenspielzeug. Ja, wer es bunt mag. Ja, aber meine Kippen, das würden das immer wieder umkippen, das wäre unsinnig. Ja, Hundespielzeug ist auch ganz niedlich. 2,99. Daneben die Seilchen zum Beißen für den Hund. Da haben wir noch einen kleinen Kratzbaum für 7,95, eher nur so eine Säule. Dann die Decken, die kosten nochmal 3,99 und ja, 2,79 finde ich in Ordnung. Da gibt es Küchenhandtücher. Ich fand hier die schwarzen, finde ich ganz nett. Das Grau auch und das Grün, glaube ich, auch. Ja, und dann da drüber kommen jetzt gleich Geschirrhandtücher und da sind doch schon ein paar nette bei. Für 1,39 fand ich die richtig klasse, auch von der Qualität. Die haben sich gut angefasst. In Rot, das Muster ist auch recht neutral, finde ich. In Rot, ja, Blau ist ja nicht so meine Farbe. Dann dieses Muster, da in diesem Grün. Kann man auch schön nehmen, um Geschenke einzupacken oder so. Dann dieses Grau war auch sehr, sehr schön. Und dieses Anthrazit auch. Richtig klasse. Also hat mir sehr gut gefallen. Aber ich brauche gerade keine. Und ja, dann gab es Spannbettlaken. Ich hoffe, da habe ich jetzt mal ordentlich gefilmt. Das waren die großen für 6,95. Ich glaube, 1,80 Meter mal 2 Meter. Und die kosten 6,79. Dann hier Incontinentia. Molton auf, also wasserfeste Einlagen. 5,95. Ich glaube, das war auch groß. 90 mal 2 Meter. Da haben wir dann für 1,40 Meter oder 1,60 Meter Bett. Die Spannbettlagen, ganz genau, weil, aber auf jeden Fall ist es im Angebot. Ich habe davon auch schon welche gekauft und ich finde die eigentlich in Ordnung für den Preis. Also ich habe schon wesentlich schlechtere Qualität für einen höheren Preis bekommen und ich finde die in Ordnung. Ne, 4,95 und 3,49 sind für ein Singlebett, also für ein Einpersonenbett für 90 mal 2 Meter. Ich finde, da kann man nicht mutzen. Ne? Ja, dann haben wir so ein Entschuldigung, ein Geschenkset, ja, ist nicht so meins. Ich wollte es halt mitfilmen. Dann ist so ein, ja, ein Spa, Hammam Spa Set. Ich weiß auch nicht, wie das ist. Das gefällt mir von der Aufmachung schon besser. Ja, dann verschiedene Parfums. Ja, da haben wir auch diese kleinen Parfums. Ja. Sieht halt niedlich aus, aber ansonsten, ob man das nutzt, das sprüht man wahrscheinlich drauf und nach 5 Minuten riecht man nichts mehr. Weiß nicht. Ja, Body Mist, also Body Spray. Dann haben wir die Nivea Handcreme. Daneben die Schneckencreme. Da filme ich jetzt gleich auch nochmal drauf. Ich weiß nicht, ob da wirklich da Zeug drin ist und wie die wirkt. Keine Ahnung. Na, schauen wir mal. Ja, dann hier so ein Roller. Den habe ich auch zu Hause. Ich finde den tatsächlich gut. Also finde ich in Ordnung. Lipbalm. Ja, sieht auch witzig aus, wenn man irgendwie eine Happy Mail packt oder so. Dann haben wir hier Blender. Nicht nur zum Schminken, auch zum Verbasteln. Ne? Badebomben. Ich habe ja leider keine Badewanne. Da auch nochmal Badebomben in Herzform. Ja, dann haben wir Schlüppis. Und da sind Unterhemden. Und da habe ich mir Tatsache 2 Stück mitgenommen. Weil ich hatte mir da schon 1 mitgenommen und ich finde die super. Also man muss gucken, aber ich finde die von der Qualität her echt in Ordnung. Und die sind schön lang, damit auch schön der Böppis nicht friert. So.
Ja, dann noch für die Herren T-Shirts, obwohl, ja, steht Herren-T-Shirt drauf, weißer T-Shirt, der nicht, wenn ich selbst anziehe, ne? Aber meine Tochter zieht schon mal Herren-T-Shirts an. Ja, da auch noch und dann ein bisschen noch was. Ja, ihr Lieben, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann.